Hallo und herzlich willkommen zu meinem ersten bzw. zweiten Heroes of the Storm Guide Video dieser Playlist. Im ersten Video habe ich ja schon so ein bisschen erzählt von mir, wer ich bin, wie ich das mit der Serie geplant habe und so weiter und so fort. Und jetzt hier im ersten Guide möchte ich auch schon quasi die erste Frage klären. Also das erste über das Spiel erzählen, und zwar, was ist Heroes of the Storm überhaupt? Natürlich muss ich bei dem Thema ganz vorne anfangen, und die Leute, die mit dem Spiel gerade erst anfangen oder die es noch nie gespielt haben, die stellen sich natürlich erstmal die Frage, was ist Heroes of the Storm und was ist das für ein Spielprinzip? Ja, wie gesagt. Ganz weit vorne, Heroes of the Storm ist ein sogenanntes MOBA. Vergleichbare Titel kennt jeder bzw. viele. Ansonsten einfach mal bei Google nach MOBAs suchen. Da wird das auch noch mal ein bisschen genauer erklärt für die Leute, die das interessiert. Ansonsten kommt dieses MOBA aus dem Hause Blizzard, wie andere Spiele auch, World of Warcraft, StarCraft 2. Oder auch Diablo und neuerdings auch Overwatch. Und da sind wir auch schon in der kleinen Besonderheit, der ersten kleinen Besonderheit. Heroes of the Storm ist ein MOBA, das quasi alle Blizzard-Universen miteinander verbindet. Wenn man sich hier ins Spiel einloggt, dann hat man hier oben links diesen Heroes of the Storm-Button und kommt hier quasi auf die verschiedenen Hintergründe, was aktuell so neu ist. Heute ist der 20.06.2018 und dementsprechend sind die aktuellen Hintergründe von dieser neuen Heldin hier, Twitch Prime, der neuen Map, die gespielt wird und so weiter. Und je nachdem, wann ihr dieses Video hier seht, wird natürlich auch der Hintergrund anders sein. Ein neuer Held rausgekommen sein, eine neue Map oder weiß der Geier was. Im Spielenmodus hat man dann einmal gegen die KI, da kann man dann hier unten auch aussuchen, ob man den Schwierigkeitsgrad erhöhen möchte, also quasi Anfänger, Rekrut, Kenner, Veteran oder Extrem. Dann den Koop-Modus, also Spiele mit anderen gegen die KI, Spiele mit KI. Mitspielern und Gegnern, also da hast du dann quasi in deinem Team KI-Bots gegen andere Bots und Trainingsmodus ist ja so. Dann natürlich die Schnellsuche, da suchst du dir irgendeinen Helden aus, der dir gefällt oder wo du hier die aktuelle Daily machen musst oder machen möchtest und drückst auf Spielen und bekommst halt random vier Leute in deinem Team, auch echte Spieler, und ihr kämpft gegen fünf echte Spieler. Das ist der Schnellsuche-Modus. Ungewertet ist quasi ein ungewerteter Draft. Dann drückt ihr auf Bereit und ihr werdet dann in so eine Art Draft eingeführt und müsst euren Helden picken. Also quasi von dieser Heldenauswahl hier euch einen aussuchen und dann mit den anderen vier Mitspielern quasi ein Team zusammenstellen, das Sinn ergibt. Sinn ergibt, da sind wir dann gleich auch schon bei den Rollen, nämlich man braucht für ein sinnvolles Team mindestens einen Tank, mindestens einen Assassin, mindestens einen Supporter. Also das ist halt das, was man in der Regel, Ausnahmen bestätigen die Regel, aber das, was man immer braucht im Team, besteht aus fünf Spielern immer und da braucht man mindestens einen Tank, mindestens einen Assassin und mindestens einen Healer. Was man mit den anderen beiden Slots macht, das sind ja noch zwei übrig, das ist immer so ein bisschen individuell. Da kann man dann zum Beispiel hergehen und baut noch einen Specialist ein als vierten Mann. Oder man baut noch einen zweiten Supporter ein oder einen zweiten Assassin oder sogar drei Assassins, dass man sagt, man nimmt einen Tank, einen Supporter und drei Assassins. Oder man baut einen zweiten Tank ein. Also zwei Tanks, ein Assassin, ein Healer, ein Specialist. Also da hat man schon viel Flexibilität
Und Ausnahmen bestätigen die Regel, also in der Schnellsuche, in dem Schnellsuchemodus, es sagt der Name schon, schnelle Suche. Da geht es halt nicht darum, dass du ein schönes Team hast, sondern du willst den Helden jetzt spielen, du willst deine Daily machen, du willst ein bisschen Spaß haben. Und da kann es natürlich auch sein, dass du in der Schnellsuche mal fünf Assassins gegen fünf Assassins antreten und ein Healer fehlt, oder nur ein Healer fehlt, oder nur ein Tank fehlt, etc. etc. Im Unranked Draft, also ungewertete Teamwahl, da ist es dann schon eher so, dass man zusehen sollte, dass man ein vernünftiges Team baut. Auch da hängt es natürlich stark von dem MMR ab, also von deinem Rang, wie die Leute sich mit dem Spiel auskennen. Also wenn du Anfänger bist und dich so auf Bronze-Niveau befindest, dann werden die Mitspieler von dir wahrscheinlich nicht wissen, was ein Tank ist, was ein Assassin ist, ein Healer ist. Die werden einfach das picken, worauf sie gerade Bock haben. Und gleiches gilt halt auch für den gewerteten Modus. Im gewerteten Modus sieht das nämlich ähnlich aus wie im Unranked Draft, nur dass es halt hier darum geht, auch im Rang aufzusteigen quasi. Und da wird halt auch Fünfer-Team pickt und immer im Wechsel dein Team pickt einen Helden, dann pickt das Gegner-Team zwei, dann pickt dein Team wieder zwei, dann wird der Held gebannt, etc. Aber das ist jetzt zu kompliziert für das erste Beginner-Video. Dann gibt es Heldenchaos, da kommen quasi, boah, da möchte ich jetzt gar nichts Falsches sagen, weil ich das gar nicht so häufig mache in den letzten Monaten. Ich glaube, jede Woche oder zumindest in regelmäßigen Abständen kommt hier eine neue Arena bzw. ein neues Heldenchaos mit eigenen Regeln. Ja, das ist halt eher so ein Fun-Modus, wo man sich hier nochmal so eine Beutetruhe erfarmen kann. Ist schon ganz nett. Und eigene Spiele ist auch super interessant, weil man dann mit Freunden zusammen was ausprobieren kann auf den einzelnen Maps. Dann kann man sich hier eine Lobby erstellen zum Beispiel und dann auch einstellen, Team tauschen, zum Beobachter machen oder hier KIs hinzufügen, auf Schwierigkeitsgrad, welchen Held und so weiter. Man kann hier Beobachter einbauen, die dem Spiel nur zugucken und so weiter und so fort. Standardmodus, Teamwahl, Turnierwahl. Ja. Also eigentlich alles recht selbsterklärend. Lobby verlassen, so. So viel erstmal zu den verschiedenen Spielmodis. Jetzt aber nochmal mehr zum Spiel. Es gibt hier natürlich auch noch diverse Skins und Helden, die man sich kaufen kann in der Sammlung, im Shop. Reittiere, Banner etc. Also das würde jetzt, glaube ich, hier den Rahmen sprengen, das auch noch alles zu zeigen. Aber man kann in der Sammlung sich schon ziemlich viel dazu holen und die Sachen werden halt von Splitter, Gold oder diesen Steinen, diesen Juwelen hier erworben. Je nachdem, um was es sich da handelt, wie die Sachen hier zum Beispiel, die kosten Splitter. Ja, würde jetzt aber auch den Rahmen sprengen. Da mache ich, glaube ich, mal ein separates Video zu. Jetzt geht es ja erstmal darum, was ist Heroes of the Storm überhaupt? Heroes of the Storm, wie gesagt, ein MOBA von Blizzard, habe ich schon erwähnt. Und es ist im Prinzip ein 5 gegen 5 Spiel. Ein 5 gegen 5 Teamspiel, wo es darum geht, dass du mit 5 Mann gegen andere 5 Leute kämpfst. Das Ganze findet auf einer Map statt, auf unterschiedlichen Maps. Dazu werde ich jetzt auch einfach mal mit KI-Mitspielern ins Spiel einsteigen und werde da, naja, wer ist denn für Demonstrationszwecke ganz gut? Ich glaube, ja, nehme ich doch einfach mal einen Specialist, dann ist das zum Zeigen, glaube ich, ein bisschen einfacher. Und dann nehme ich doch mal Asmodan. Also jetzt Schwierigkeit Anfänger mit KI-Mitspielern. Einfach nur, damit ich euch das ein bisschen besser zeigen und erklären kann. Aber so sieht das Ganze halt aus, wenn ihr ins Spiel einsteigt. Also auf der Seite sind 5 Spieler und auf deiner Seite sind 5 Spieler. Und dann wird hier auch immer angezeigt Stufe, also Levelstufe des Accounts. Der Name des Helden und darunter der Name des Spielers. Ist aber eigentlich selbsterklärend. Dann sieht man hier noch den Namen des Schlachtfelds, der Map und
Hier sind dann ein paar Tipps zu der Map, wie hier zum Beispiel aktiviere die Schreine. Die Höllenschreine sammeln regelmäßig Energie an, aktiviere sie und stell dich bla bla bla. So. Ist aber auch im Laufe der Zeit selbsterklärend. Ja, man kommt ins Spiel rein und dann wird in der Regel auch schon so ein bisschen geguckt oder geschrieben, wie man sich aufteilt. Gut, das ist jetzt hier ein KI-Game. Ich weiß gar nicht, kann ich pausieren? Ich glaube, man kann pausieren, wenn man sich mit Bots in dem Spiel befindet. Das ist ja ganz gut. Am Anfang kann man natürlich erstmal ein Talent wählen. Dann nehme ich jetzt in dem Fall mal das hier. Aber das variiert natürlich auch ganz stark, was ihr selber für ein Team habt, was ihr für ein Gegnerteam habt und natürlich auch von den aktuellen Builds, was in der Meta halt gespielt wird, von den Patch Notes, den aktuellen. Also das ist dann auch von Held zu Held unterschiedlich und auch teilweise von Season zu Season unterschiedlich und von der Map und von dem Matchup abhängig. Ja, wie sieht das Ganze aus? Ich stelle mich mal hier so ein bisschen weiter abseits, also spiele jetzt nicht so hart aktiv. Wir haben hier unten rechts, da sitze ich jetzt so daneben quasi, also von euch aus gesehen rechts neben mir. Hier ist die Minimap. Und ihr könnt mit der linken Maus hier auch auf der Minimap so ein bisschen rumcruisen. Das mache ich jetzt hier auch, sofern die Kamera nicht mit L festgestellt ist. Also mit der L-Taste könnt ihr die Kamera feststellen. Dann ist die hier quasi. So, ich mach das mal. Genau. Dann ist die hier quasi an euren Charakter gebunden. Und wenn ihr nochmal L drückt, dann ist die frei. Ich würde euch grundsätzlich empfehlen, immer mit freier Kamera zu spielen. Das ist deutlich einfacher. Und im späteren Spielverlauf, wenn ihr ein bisschen besser geworden seid, auch ein bisschen cooler, wenn ihr euch direkt daran gewöhnt, dass ihr auch so quasi mit der Kamera wegfahrt. Ansonsten ist das jetzt zum Beispiel ein bisschen schwieriger mit festgestellter Kamera. Ich mache das hier mal mit Asmodan mit Q zu treffen. Das ist dann schon ein bisschen blöd und die Kamera fährt dann auch immer wieder zum Charakter zurück. Also es ist natürlich auch ein bisschen Geschmackssache, aber ich persönlich mag das gar nicht. Deswegen deaktiviere ich das immer. Mal so ein kleiner Tipp am Rande. Ja. Wie gesagt, wir haben hier drei Lanes. Auf diesen Lanes, die sieht man auf der Minimap, kommen so kleine Mobs sozusagen, diese Creeps, diese Lane-Viecher pro Team, also einmal blau gegen rot. Und die kämpfen gegeneinander. Wenn man nichts tut, kämpfen die gegeneinander. Und sobald die sterben, bekommt das gegnerische Team oder dein Team Erfahrung. Also jetzt in dem Fall von unserem Team, das muss halt auch immer ein Spieler in der Nähe sein, das ist der Trick an der Sache. Wenn kein Spieler in der Nähe ist, gibt es auch keine Erfahrung. In dem Fall, hier ist kein Teammitglied, sondern nur ein Gegner. Das heißt, mein Team verliert hier gerade Erfahrung und das gegnerische Team, weil die hier mit dem Maltael stehen, die kriegen hier Erfahrung. Und das macht sich, man sieht es auf der Minimap nochmal ganz deutlich hier oben, dass da keiner von uns ist. Man sieht das ja hier an diesen Gesichtern da, ist Li Ming, da ist der Taikis, hier bin ich. Und man sieht das auch hier oben an der Erfahrung. Denn hier oben sieht man nicht nur die fünf Gegner und die fünf Mitspieler, sondern man sieht auch die Erfahrung. Wie viel Level-Vorsprung oder wie viel man hinten hängt. Ja, ist glaube ich klar. Das Level des gesamten Teams. Und das ist auch schon ein Unterschied zu manch anderem MOBA. Die Teamerfahrung wird geteilt. Du levelst nicht alleine. Und in jeder neuen Runde levelst du quasi von vorne. Du beginnst jedes Spiel mit Level 1. Dann skillst du auf Level 1 das erste. Und im Laufe des Spiels levelst du weiter. Und ja, Sinn des Spiels ist im Prinzip vom Level her immer höher zu sein als dein Gegner, was wir jetzt gerade nicht sind, weil ich hier am Labern bin und mich nicht richtig aufs Spiel konzentriere. Es ist sinnvoll, im Level vorne zu sein,
Aber Sinn des Spiels eigentlich ist, den gegnerischen Chor zu besiegen. Das heißt, egal was vorher passiert ist, egal ob ihr mit XP vorne oder hinten seid, egal wie viele Kills gefallen sind, weil Kills zählen natürlich auch für die Erfahrung, das ist völlig egal, solange das Team, was den Chor des Gegners kaputt macht, gewinnt. Und da gibt es natürlich viele Wege, die nach Rom führen, sozusagen, viele Strategien, die man da machen kann. Aber es gibt halt schon so den Way to go, sage ich jetzt mal. Und da kommen wir aber noch später zu. Das würde jetzt auch den Rahmen sprengen für das allererste Video. Ja, also wie gesagt, es geht darum, den gegnerischen Chor zu besiegen. Da müssen wir mal anfangen, beziehungsweise deinen eigenen Chor zu verteidigen. Und das kriegt man halt hin, indem man auf jede Lane, also hier Top Lane, Mid Lane und Bot Lane, also so nennt man diese Straßen, diese Wege, dass da mindestens immer einer steht oder halt dahin rotiert, um die Lane mitzunehmen. Ja, weil es geht ja darum, dass wir diese Viecher hier töten, um die Erfahrung mitzunehmen. Ich zeige euch das mal. Jetzt stehe ich so weit weg. Wenn die sterben, bekomme ich keine Erfahrung, ja. Wenn ich aber ein bisschen näher rangehe, wie hier zum Beispiel in diesem Busch, dann seht ihr das. Wenn die sterben, kommt hier so kleines Pop-up 70 Erfahrung, da 70 EP Erfahrungspunkte. Und das rechnet sich hier oben halt zusammen. Und es geht darum, halt mehr oder weniger, dass du mit deinem Team mehr Erfahrung machst als der Gegner, damit du im Level vorne bist. Und wenn du im Level vorne bist, dann bist du auch mit den Talenten hier vorne, nämlich mit den besonderen Fähigkeiten. Du hast hier unten auf deiner Quickbar sozusagen, hast du fünf Fähigkeiten. Mit Y kannst du auf dem Pferd aufsteigen, dann bist du ein bisschen schneller. Gut, das sieht man beim Asmodan jetzt nicht so. Mit Q hast du eine Ability, mit W hast du eine Ability und mit E auch. Und auf Level 10 bekommst du auch dein R. Ja. Und dann hast du noch deine Passive, dein D. Das ist bei vielen Helden passiv und bei manchen aktive Fähigkeit. Also es gibt aktive und passive Fähigkeiten, aber dazu kommen wir dann auch später. Ja, und du bekommst halt immer wieder ein Talent, wo du deine Fähigkeiten hier unten verbessern kannst. Oder Fähigkeiten dazu bekommst. Oder auch passive Effekte bekommst. Aber das würde jetzt auch den Rahmen sprengen. Wir wollen es ja im ersten Video einfach haben. So, und ich nehme jetzt hier einfach mal das, um mein W zu verstärken. Man sieht das auch meistens an dem Bild, was es stärker macht. Wie hier zum Beispiel sieht man diese Kugel, die man hier auch auf Q hat. So kann man sich das dann ein bisschen besser merken, was das stärker macht. Genauso wie hier seht ihr die Hand mit dem Strahl, die seht ihr auch hier bei dem E. Ja. So mal als kleine Hilfe, Gedankenstütze, ist aber auch in der Regel selbsterklärend. Und ich habe mich jetzt dazu entschieden, hier die W-Fähigkeit bzw. die D-Fähigkeit, also meine Pets zu stärken. Ja, deswegen skill ich hier auch das. Um die Pets zu stärken, damit die quasi für mich ein bisschen Arbeit übernehmen und besser pushen. Ja, wann bekommt man diese besonderen Talente? Wie gesagt, auf Level 1 bekommt man ein Talent, auf Level 4, auf Level 7 und auf Level 10. Ja, und dann nochmal auf 13, 16, 20. So, und hier sieht man das dann nochmal in den Talenten. Also wenn ihr Tab drückt, könnt ihr die Statistik sehen, wie viele Kills ihr gemacht habt, wie viele Killbeteiligungen, also wo ihr dabei wart, einen Kill zu holen, wie oft ihr gestorben seid, wie viel Schaden ihr gemacht habt, wie viel Heldenschaden, also wie viel Schaden ihr an Helden gemacht habt, wie viel ihr geheilt habt, wie viel ihr ausgehalten habt und natürlich wie viel Erfahrung ihr geholt habt. Das sind alles Statistiken, die sind sehr interessant, aber da mache ich auch nochmal ein separates Video drum, weil das auch sehr kompliziert ist. Also man kann jetzt nicht unbedingt sagen, jemand, der wenig Schaden macht, ist schlecht oder jemand, der wenig Erfahrung macht, ist schlecht. Was halt schon ein Indiz ist, jemand, der häufig stirbt,
Das führt halt dazu, dass der Gegner X Erfahrung geschenkt bekommt und das ist halt schon schlecht. Also das ist schon was, was man sagen kann. Wer viele Tode hat, das ist im Prinzip sehr kontraproduktiv. Aber da gibt es halt auch Ausnahmen. Wenn jetzt zum Beispiel ein Tank zwei, dreimal gestorben ist, der Rest des Teams gar nicht, dann liegt das wahrscheinlich daran, dass es so ein Tank war wie Arthas, der mitten in der Soße drin steht und da nur schwer wieder rauskommt, aber sehr, sehr viel Schaden getankt hat, bevor er stirbt und somit auch die Skillshots der Gegner abgefangen hat und damit das Ganze auch Sinn ergeben hat. Wenn man in einem Teamfight stirbt, dann ist das nicht so schlimm. Man sollte halt vermeiden, Solo-Aktionen zu machen und bei Solo-Aktionen zu sterben. Jetzt muss ich mich mal gerade bewegen, sonst fliege ich aus dem Spiel raus. Ja, ich kann ja mal gerade hier bei dem Objective helfen, den Bots. Ganz kurz nur. So. Ja, so sieht das Ganze aus. Also die Gegner, die sind hier ziemlich in Führung, was die Erfahrung betrifft. Also ist das schon mal schlecht. Jetzt gucken wir uns mal die Map an. Die Map besteht ja nicht nur aus den Lanes und den Mobs, die wir soaken müssen. Das hatten wir ja schon, habe ich ja schon erklärt. Dann gibt es hier halt noch die Dinger, die man skillen muss, habe ich auch schon gesagt. Und hier hinter sind halt Gebäude, ne? Auf der eigenen Seite und auf der Gegnerseite. Jetzt hier in dem Fall haben die Gegner uns schon bei der Botlane alles eingerissen und auf der Toplane alles eingerissen. Das ist natürlich ziemlich blöd für mich oder für unser Team. Jetzt haben wir gerade die Midlane beim Gegner eingerissen. So, und wie sieht das Ganze aus? Wir haben jetzt zwei Tower und ein Tor, eine Wand sozusagen, wo der Gegner durchlaufen kann, das eigene Team aber nicht. Da ist das Ding zu, die Tür. Dann haben wir hier einen Brunnen. Am Brunnen, das sehen wir auch hier, können wir, wenn die Mana low ist oder das Leben low ist, ich mache das mal gerade hier, zack, einmal an den Brunnen gehen und dann füllt sich das Leben und die Mana schrittweise wieder auf, sozusagen Heal over Time oder Mana over Time. Ja, wenn wir hier im Kampf ein bisschen gedamaged sind, dann können wir immer wieder regelmäßig zum Pool laufen. Cooldown vom Pool sehen wir übrigens auch hier unten, wo mein Overlay-Fenster jetzt gerade so ein bisschen rumblinkt. Hier, da ist auch der Brunnen-Timer. Ich sage euch das, weil ich persönlich habe sehr lange gebraucht, bis dass ich herausgefunden habe, dass hier unten ein Heilbrunnen-Timer ist. Ich bin sonst nämlich immer, habe hier gekämpft mit dem und dann habe ich gedacht, na komm, ich muss mal eben zurückgucken, habe auf die Map geklickt, okay, Brunnen hat 45, habe hier auf den Brunnen geschaut und habe dann weitergekämpft. Ist aber unnötig. Ihr habt hier unten links auch eine Anzeige. Nur mal noch mal so ein kleiner Tipp am Rande. Ja, also wie gesagt, die Gebäude zu vernichten ist natürlich auch sinnvoll, weil das Vernichten der Gebäude gibt einerseits natürlich wieder Erfahrung und andererseits sorgt das natürlich dafür, dass der Gegner nicht mehr so die Backup-Möglichkeiten hat. Denn wenn man auf der Lane kämpft und ein bisschen angeschlagen ist, kann man sich ja immer wieder hier zurückziehen, am Pool voll machen oder Schutz suchen, sage ich jetzt mal. Und wenn diese Schutzmöglichkeiten weg sind, dann wird es natürlich auch immer schwieriger, sich auf der Lane noch safe zu bewegen. Genau wie für mich hier, wenn die Leute jetzt kommen, um mich zu töten, dann habe ich hier quasi nichts, wo ich mich sicher zurückziehen kann auf der Top Lane, weil hier schon alles eingerissen ist. Auf der Mid Lane sieht das noch ein bisschen anders aus. Da habe ich hier zwei Tower, die mich schützen und das Fort.
Also es gibt einmal Keeps und es gibt Force, ja. Ich weiß, das ist am Anfang alles ein bisschen viel. Das hier sind Tower, das hier ist ein Fort und hier hinten die drei letzten Gebäude, 1, 2, 3, das sind die Keeps, ja. Und in dem, also am Ende der drei Keeps ist der Core. So, und wir wissen ja, dass es wichtig ist, den gegnerischen Core kaputt zu machen, beziehungsweise ist das der Sinn des Spiels. Und das kann man natürlich auf unterschiedliche Arten und Weisen erreichen. Jedoch muss man mindestens ein Keep, weil ihr seht, dass hier unverwundbar steht da. Es muss mindestens ein Keep dieser dreien hier fallen, damit der Core überhaupt Damage kriegen kann. Denn sonst ist der Core unverwundbar. Wir sehen das hier auch beim Gegner, unverwundbar Core, weil halt alle drei Keeps noch stehen. Also man muss, bevor man den Core kaputt gemacht hat, erstmal einen Keep kaputt machen. So. Ansonsten gibt es auf unterschiedlichen Maps, also es gibt ja mittlerweile viele verschiedene Maps, verschiedene Objectives. Das ist das, was ich hier gerade gemacht habe. In dem Fall hier Höllenschreine ist die Map, die wir gerade spielen. Und auf Höllenschreine ist das halt dieser Schrein, ich weiß gar nicht, wie das heißt hier. Schrein, Bestrafer, Punisher, Schrein, irgendwie sowas. Tempel. Und diese Objectives sollte man halt auch machen. Ne? Das hat halt den Sinn, dass wenn man das Objective macht, manchmal gibt es auch Erfahrung, aber in erster Linie bekommt man dann irgendeinen krassen Effekt, der dem eigenen Team einen Vorteil verschafft oder dem gegnerischen Team einen Nachteil. In dem Fall auf der Map haben wir hier, wie gesagt, diese Höllenschreine, die halt immer einen Bestrafer rufen. Den habt ihr vielleicht eben gesehen, hier diesen Riesen, der den Gegner angreift, der macht Gebäude kaputt und damagt halt die gegnerischen Helden. Und dadurch bekommt man selber wieder einen Vorteil, weil die Gegner sterben und oder weil halt Gebäude eingerissen werden, etc. etc. Also die Objectives sind in Heroes of the Storm sehr, sehr wichtig. Ausnahmen bestätigen die Regel. Es gibt auch Strategien, wo man die Objectives ein bisschen vernachlässigt und eher darauf geht, dass man pusht oder zu bestimmten Timings nur die Objectives macht und auch nicht mit allen fünf Leuten das Objective macht, sondern nur mit einem oder mit zwei und so weiter und so weiter. Aber das sind jetzt erstmal Sonderregelungen, die euch nur verwirren würden. In der Regel für den Anfang kann man festhalten, dass wenn ein Objective spawnt, dass man da auch hingeht. Also dass man das auch macht, das ist schon wichtig. Ja. Trink mal gerade einen Schluck, ich habe mich ein bisschen fusselig geredet. Ja, zur Steuerung habe ich auch noch nicht so viel gesagt, wollte ich auch noch mal ein separates Video machen. Aber Steuerung mit Rechtsklick lauft ihr. Da könnt ihr einerseits klicken, ja, immer mit Rechtsklick klicken. Oder ihr könnt Rechtsklick auch gedrückt halten und dann verfolgt der Charakter so ein bisschen eure Maus, ja. Da mache ich aber alles nochmal separate Videos zu, damit das hier nicht so lang ist. Ja, und das ist eigentlich auch schon im Großen und Ganzen Heroes of the Storm. Sinn des Spiels, habe ich schon 10-mal gesagt, gegnerischen Core kaputt machen. Das erreicht man durch Leveln, Töten der Gegner, Gebäude einreißen und so weiter. Dann gibt es hier noch Camps, genau, Objective holen. Und was ich noch vergessen habe zu sagen, sind Camps. Da gibt es einmal Easy Camps, da habe ich glaube ich hier eben sogar das hier geholt, während ich gelabert habe. Und es gibt sogenannte Hard Camps. Die heißen Easy und Hard, weil sie easy und hart sind. Das hier ist zum Beispiel ein Hard Camp. Da haben wir auf dieser Karte nur eins pro Seite. Das heißt, wir haben ein Hardcamp
und der Gegner hat ein Hardcamp. Das ist ein bisschen schwieriger. Und wenn man die gemacht hat, dann kämpfen diese Söldner, also sozusagen diese Söldner hier, kämpfen für einen. Und da hat man hier zum Beispiel diesen Dude, diesen Magier-Dude, der zwei Hunde beschwört. Das Coole bei dem ist, sobald die Hunde tot sind, beschwört er zwei neue. Also man muss halt den hier kaputt machen, fokussen, sonst wird man diese Push-Wave im Prinzip nicht los. Und die helfen einem natürlich auch mit, diese Camps, ne? Weil die pushen schon wieder. Da hat der Gegner schon wieder ein Problem mit. Und muss mal gerade hier den Rainer kaputt machen. So, und jetzt haben wir es schon wieder hier. Schrein ist aktiv, ja. Ist ein neues Objective. Immer in regelmäßigen Abständen kommen Objectives. Und das aktiviere ich jetzt mal. Und jetzt ist hier zum Beispiel die Aufgabe: Töte 40 von diesen kleinen Minions, die hier spawnen. Das Team, was als erstes die kleinen 40 Minions gekillt hat, gewinnt das Objective. So. Die Anzeige sieht man auch unten auf der Map. Ich meine, mein zweiter Gamingstuhl, der ist so ein bisschen da im Weg. So. Da sieht man die Anzeige von uns. Blau bist immer du selber und rot sind die Gegner. Und da sehen wir, der Gegner hat noch keinen einzigen geholt. Wir sind gleich durch. Wir haben nämlich schon 30. So. Ja, jetzt bin ich mal gestorben. Ist auch nicht schlimm, kann ich euch das auch mal zeigen. Wenn man stirbt, sieht man das auch hier oben. Habe ich auch ein bisschen mehr Freiheit zum Labern. Hier sieht man auch den Respawn-Timer der Gegner und von dem eigenen Team. Und je länger das Spiel ist, desto länger dauert es, bis du wieder ins Spiel reinkommst. Also bis du released quasi. Releasen tust du hier am Nexus, im Hearthstone-Nexus-Ding, hinterm Chor halt. Da, wo du auch am Anfang des Spiels gespawnt bist. Und kannst dann quasi wieder nach vorne ins Getümmel laufen. Wir haben jetzt bei den Gegnern hier einen Keep kaputt gemacht durch den Punisher. Der tötet auch hier alles, wie ihr seht. Die Objectives werden natürlich auch je nach Karte im Laufe des Spiels stärker. Wie der Punisher hier, der wird, je länger das Spiel geht, hier oben sieht man ja auch die Zeit, wird der stärker. Deswegen könnte es schon sein, dass wir das Ganze jetzt schon gewinnen. Ich wollte eigentlich noch ein bisschen was erzählen. Ja, was gibt es noch zu sagen? Mit B könnt ihr halt jederzeit zurückporten und euch nochmal voll machen. Und ja, ich hoffe, ich habe alles erwähnt. Also berichtigt mich da auch bitte in den Kommentaren. Ja, jetzt ist das Spiel durch. Jetzt kann man hier noch seinen MVP voten. Und dann verlassen drücken. Ja. Mal gerade hier. Ja, und dann sieht man den Spielüberblick, quasi wie viel Gold man gekriegt hat, wie viel Erfahrung man gekriegt hat. Und ja, dann sieht man hier die Erfahrung, das Level des einzelnen Helden. Hier sieht man das Level, die Erfahrung des gesamten Accounts, ja. Und hier auch die nächste Belohnung gibt es für mich. 1225 gibt es eine epische Kiste und nochmal 150 Gems, Juwelen. Statistik sieht man dann nochmal, wer wie viel Kills gemacht hat, wer wie oft gestorben ist, Killbeteiligungen, Damage, etc. etc. Aber da gehen wir nochmal ein anderes Mal drauf ein. Und die Talente. Das kann natürlich auch teilweise sehr interessant sein, wenn ihr jetzt zum Beispiel mit dem Spiel anfangt und merkt, boah, der gegnerische Rainer, jetzt mal hier in dem Fall, ne? Der Rainer, der war so geil, der war so gut, der hat uns alle so kaputt gemacht, ne? Das ist nicht mehr normal. So einen guten Spieler habe ich noch nie gesehen. Jetzt ein bisschen übertrieben. Aber wenn ihr jetzt hier einen Spieler seht, der ein bisschen herausragt aus der Masse, der weniger stirbt, der
sehr viel Schaden macht im Vergleich zu anderen Reyna-Spielern, die ihr sonst so gesehen habt, dann lohnt es sich manchmal auf die Talente zu gucken und zu gucken, aha, okay, was hat denn der überhaupt geskillt? Warum hat er so viel Schaden gemacht? Was könnte es sein? Hat er wirklich so gut gespielt? Oder spielt da auch ein bisschen so die Talentwahl eine Rolle? Was hat er für Gegner gehabt? Dass man so ein bisschen versucht, seinen Verstand zu benutzen und ein bisschen versucht, da reinzuwachsen. Okay, welche Talente sind gegen welche Gegner gut? Aber das am Anfang ist das so ein bisschen, es sprengt noch den Rahmen, aber für die Leute, die ja schon ein bisschen ein paar Schritte weiter sind, das Spiel vielleicht seit 1, 2, 3 Wochen spielen, dann geht es halt langsam los, dass man sich mit Builds auseinandersetzt, dass man sich mit Gruppenzusammenstellungen auseinandersetzt und mit Talenten und sowas halt. Aber das kommt dann später. Habe ich noch irgendwas vergessen? Ich habe mich, glaube ich, auf jeden Fall wieder ein paar Mal wiederholt. Das tut mir auf jeden Fall leid, falls euch das nervt, aber ich habe das Ganze nicht vorher einstudiert und ich habe mir auch keine Strichliste gemacht. Ich hatte, wie gesagt, ursprünglich mal überlegt, das Ganze zu schneiden und quasi mir so ein Skript zu schreiben und das Ganze zusammen zu cutten. Aber das ist mir ehrlich gesagt für den Anfang ein bisschen zu viel Aufwand. Ich mache das auch so ein bisschen abhängig davon, wie das bei euch ankommt. Ob ihr davon mehr sehen wollt oder nicht. Das erste Tutorial, der erste Guide hier, der ist jetzt natürlich ein bisschen lang geworden. Es ist auch super schwer, in einem kurzen Video zu erklären, was Heroes of the Storm ist. Aber ich hoffe, ich habe alles erwähnt. Ich erwähne das nochmal kurz im Schnelldurchlauf. Also ein 5 gegen 5 MOBA. Man hat die Rollen Tank, Assassine, Heiler, Unterstützer und Multiclass, wobei da gibt es momentan nur den Varian. Dann kann man das Ganze natürlich noch sortieren. Das ist die Besonderheit an diesem MOBA, dass man das halt aus allen Blizzard-Universen die dementsprechenden Helden kennt. Das heißt Warcraft. Wenn ihr zum Beispiel World of Warcraft gespielt habt und eine super den Lichkönig, den Arthas sehr mögt, könnt ihr den spielen. Oder Medivh ist auch ziemlich bekannt aus Warcraft oder aus den Warcraft-Filmen. Oder dem Spiel natürlich auch Gul'dan, Sylvanas, Illidan, ETC, Chen. Also das sind eigentlich alles Charaktere, die aus World of Warcraft schon durchaus bekannt sind. Thrall natürlich, Ragnaros als Boss kennt man auch, genauso wie ihn hier. Ja, Uther. Murky als kleiner Fisch. So, StarCraft natürlich, ganz klar. The One and Only kennt jeder. Kerrigan, natürlich auch Reyna. Also die ganzen Charaktere aus diesen Universen hat man in diesem Spiel. Das ist natürlich super cool. Denn ich habe auch sehr viel, sehr, sehr viel StarCraft gespielt. Diablo natürlich auch dabei. Asmodan, Diablo selbst, Maltael, Tyrael, Auriel, Leoric. Also alles bekannte Charaktere, seit neuestem auch Deckard Cain, super cool. Overwatch ist ja auch immer beliebter. Tracer, Zarya, Lucio, Genji, Hanzo, etc. etc. Und dann gibt es noch die Blizzard-Klassiker, wobei da gibt es momentan nur die Lost Vikings. Bin ich auch mal gespannt, ob da irgendwann mal was anderes kommt. Ja! Also unterschiedliche Rollen, unterschiedliche Universen, die da aufeinanderprallen in verschiedenen Spielmodis. Aber alles in allem kann man sagen, töte den gegnerischen Core, sei in der Erfahrung mit der XP vorne, vor deinen Gegnern, durch Lane-XP, durch Camps, durch Objectives. Ja, also als Anfängertipp kann ich noch sagen, definitiv schaut auch mal hier unten, da gibt es einen Bereich Tutorials, ja. Das würde ich mir an eurer Stelle auf jeden Fall angucken. Macht das mal mit. Ah, ich weiß ja, wer das ist, ne? Man kauft sich irgendwas, egal was es ist, ach, Bedienungsanleitung, ne? Die wird erstmal weggeschmissen, die guckt sich ja keiner an.
Und dann wird erstmal selber gebastelt. In der Regel klappt es auch, aber wenn es dann mal nicht klappt, dann guckt man dann doch ganz schnell wieder im Mülleimer und holt die Bedienungsanleitung raus. Und in dem Fall, es schadet nicht. Ich bin, glaube ich, sogar der Meinung, dass es da eine Belohnung für gab, wenn ihr das Tutorial und das Schlachtfeldtraining durchspielt. Wenn ich mich nicht irre, bekommt ihr da auch eine Belohnung für. Gold oder so, ich weiß es jetzt nicht mehr. Ja, Tutorial auf jeden Fall sinnvoll zu machen. Ansonsten, also das ist mein Tipp Nummer 1. Tipp Nummer 1, Tutorial machen. Tipp Nummer 2. Ihr bekommt für Heldenstufen, weil wenn ihr anfangt, habt ihr am Anfang gar keine Helden. Ihr habt ja nur diese Rotationshelden hier. Die haben hier dieses kleine Zeichen an dem Bild, dieses Heroes of the Storm Zeichen. Ja, und dieses Heroes of the Storm Zeichen ist halt das Zeichen dafür, dass man diesen Helden gerade kostenlos spielen kann. Das wechselt auch regelmäßig durch. Da möchte ich jetzt nicht Falsches sagen, in welchen Abständen. Ich glaube, jede Woche oder jeden Monat. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, also das weiß ich nicht, weil ich halt alle Helden besitze und dementsprechend hat mich das mit der Rotation noch nie interessiert, weil ich immer alle Helden hatte. Und dementsprechend weiß ich das nicht. Aber wenn ihr anfangt mit dem Spiel, dann solltet ihr darauf natürlich achten, dass ihr nur die Helden spielen könnt, die in der Rotation sind. Und das auch nicht für immer, weil das halt durchwechselt. Da kann es dann durchaus mal sein, dass ihr online kommt und euer geliebter Held, den ihr die letzte Woche gespielt habt, ist nicht mehr spielbar für euch. So, und dann ist es natürlich wichtig, dass ihr Gold habt, ja, denn von Gold könnt ihr euch in der Sammlung Helden kaufen. Für Gold oder für Gems. Ihr könnt natürlich auch Juwelen kaufen für Echtgeld, ja, sieht man hier, für Echtgeld Juwelen kaufen und davon dann eure Sammlung erhöhen. Da gibt es auch hier im empfohlenen Ding immer mal wieder Sammelpakete im Angebot. Wie zum Beispiel das hier, das würde ich jetzt einem blutigen Anfänger auf jeden Fall empfehlen, sofern euch das Spiel gefällt und sofern ihr bereit seid, in einem Free-to-Play-Spiel Geld zu investieren, dann macht das Paket auf jeden Fall Sinn, denn ihr bekommt hier 20 Helden. 20 Helden für 3600 Gems, ne? Das ist geschenkt eigentlich, wenn man mal guckt. 3600 Gems ist hier irgendwo zwischen 20 und 35 Euro. Da sagen wir mal, ja, ich möchte jetzt nichts Falsches sagen. 30 Euro oder was, ist ja egal. Auf jeden Fall hier in dem Rahmen 30 Euro, 20 Helden oder 25 Euro oder wie viel. Kann sich jeder selber ausrechnen. Da möchte ich jetzt nichts Falsches sagen. Ist ein Schnäppchen. Wenn ich bedenke, was ich teilweise für die Helden ausgegeben habe mit den Skins damals, noch lange noch lange vor Heroes of the Storm 2.0, dann ist das Kinkerlitzchen, ne? Mittlerweile kriegst du das ja hier nachgeworfen, sozusagen. So günstig wie das ist. Ja, da braucht ihr natürlich aber, lange Rede, kurzer Sinn, wenn ihr wenig Echtgeld ausgeben wollt oder generell braucht ihr Gold. Wie bekommt ihr das Gold? Durch Dailies. Ihr bekommt jeden Tag eine Quest. Hier in meinem Fall habe ich heute die tägliche Quest bekommen. Absolviere 8 Spiele. Das hier ist ein besonderes Ereignis. Das hier ist von dem Event, das gerade läuft für die Horde mit der neuen Map, die eingeführt wurde. Da gibt es dann auch eine Belohnung für, aber das tut jetzt nichts zur Sache mit den Dailies, worüber ich gerade rede. Man kann maximal 3 Dailies ansparen. Also ihr könnt jetzt nicht 2 Monate offline gehen, dann wieder online kommen und erwarten, dass ihr 60 Dailies auf einmal abschließen könnt. Ja, und dann so einen riesigen Goldberg bekommt. Nein, nein, nein. Ihr müsst die Dailies regelmäßig abarbeiten, um regelmäßig hier die Goldprämie zu bekommen. Sinn macht es da natürlich, die tägliche Quest dann auch jeden Tag zu machen, dass wenn man mal plötzlich 1, 2 Tage nicht online kommen kann, dass man dann halt keine Quest verliert. Denn im Prinzip müsst ihr euch so vorstellen, heute habe ich die Quest gekriegt, wenn ich die jetzt heute nicht mache, habe ich morgen kriege ich noch eine dazu, dann habe ich 2, übermorgen habe ich 3.
Und das bleibt halt so. Also ich behalte diese drei so lange, bis dass ich sie abgeschlossen habe. Erst dann bekomme ich neue. Ja? Ich glaube, das ist jetzt verständlich gewesen. Und dementsprechend ist es halt schon wichtig, dass man die macht. Ich mache das teilweise so, weil ich auch nicht jeden Tag spielen kann, dass ich das zumindest versuche, alle 2 bis 3 Tage mal einzuloggen und die Dailies zu machen. Da werde ich aber auch noch mal ein separates Video zu machen, fällt mir gerade ein. Das wäre eigentlich ganz gut. Ja, alle 2, 3 Tage die Daily machen für Gold. Und was halt auch sehr, sehr wichtig ist, ein Tipp, den ich euch geben kann. Hier oben, wenn ihr da auf euer Bild klickt, seht ihr ja euren Account. Da seht ihr auch hier die Spielerstufe, Heldenliga-Rang, Teamliga-Rang, seit wann ihr Heroes spielt und wie viele Siege, wie viele Kills insgesamt, gespielte Helden, etc. etc. MVP-Auszeichnungen gibt es ja noch nicht so lange. Wie viele Quests ihr gemacht habt und wie viele Heldenchaos-Spiele etc. So. Und jetzt haben wir hier einen Reiter, der heißt Fortschritt. Ja. Und da seht ihr hier schon, wann es die nächsten Kisten gibt. Kisten sind natürlich auch super wichtig für euch, weil da können natürlich auch neue Helden drinne sein. Da sind auch Skins drinne, da sind auch Sprays drinne und Emojis und hast du nicht gesehen. Aber für einen Anfänger ist das alles erstmal unwichtig, weil ihr wollt ja am Anfang erstmal Helden haben. Ne? Und diese Helden, die bekommt ihr halt durch diese Kisten, durch das Gold. So. Ja, Spielüberblick, Statistik ist auch ziemlich interessant, wenn ihr ein bisschen mehr in die Materie eingestiegen seid. Fortschritt, ja. Könnt ihr hier zum Beispiel mal auf einen Helden draufklicken und dann seht ihr, wie zum Beispiel in meinem Fall Anno Barak ist bei mir Stufe 17, fast Stufe 18. Die Sieges-Win-Rate liegt bei ja, 58%. Und hier sieht man dann auch die Meisterungsbelohnungen. Aber was halt für einen Anfänger sehr wichtig ist, warum ich euch das sage, mit Level 5 bekommt ihr Gold. Ne? Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie viel es ist. Ich glaube 500 Gold für einen Held auf Stufe 5. Warte mal, bei wem kann ich das denn gucken? Hier bei der 9. Die habe ich nämlich noch nicht auf 5. Helden. So. Ja, hier sieht man es. Belohnung für Heldenstufe 5. 500 Gold. Ja. Das ist natürlich eine super geile Sache, denn 500 Gold ist nice. Und wenn ihr dann mit jedem Helden Stufe 5 erreicht habt, bekommt ihr halt pro Held 500 Gold. Und das läppert sich natürlich. Zusammen mit den Dailies und so seid ihr dann auf jeden Fall schneller, als wenn ihr einfach nur einen Helden spielt die ganze Zeit. Dann bekommt ihr natürlich weniger Gold. Natürlich bekommt ihr da auch Gold. Ich weiß jetzt nicht mehr aus dem Kopf, in welchen Stufenabständen. Ich glaube, warte mal, 9. Genau, Heldenstufe 5 kriegt ihr 500 Gold, Heldenstufe 10 bekommt ihr 500 Gold und ich glaube bei 15 auch, habe ich einen auf 14? Ja, bei Heldenstufe 15 auch. Also in 5er Schritten quasi bekommt ihr 500 Gold. Für das Level des Helden. Nun dauert es aber natürlich länger von Stufe 5 auf Stufe 10 wie von 0 auf 5. Von 0 auf 5 habt ihr eigentlich super schnell, wenn ihr noch ein Stimpack habt oder Freundschaftsbonus mit anderen Leuten zusammenspielt, bekommt ihr auch mehr Erfahrung. Das seht ihr aber hier oben rechts. Dann geht das Ganze natürlich noch schneller. Ja. So, ich hoffe, ich habe alles erwähnt. Kisten macht man hier auf. Das kann ich jetzt hier mal gerade bei der Gelegenheit machen. Und dann bekommt ihr hier natürlich hier epischer Held Illidan, den habe ich jetzt schon. Und da ich den schon habe, Duplikat, bekomme ich da 100 Splitter. Ist aber auch nicht schlecht in meinem Fall, denn ich habe ja schon sowieso fast alles. Und Splitter sind ganz cool, dann kann ich mir die Sachen kaufen, die noch fehlen. Epischer Held. Epischer Skin. So.
So, jetzt habe ich die Kisten aufgemacht und dann sieht man in der Sammlung da oben eine 7, weil wir haben 7 neue Gegenstände. Kleiner Tipp, ich habe auch sehr lange gebraucht, um das zu wissen. Man hat ja dann da oben die 2 und das ist ziemlich nervig. Ja, und dann bin ich immer hergegangen, habe auf Alexstrasza geklickt und habe jetzt hier gesucht, was ist neu? Ja, aha, das hier ist neu, da muss man mit der Maus da so ein bisschen drüber fahren, damit die 1 da weggeht. Kann man sich ersparen, indem man von Anfang an hier diesen kleinen Button drückt. Ich weiß gar nicht, ob der von Anfang an da war oder ob die den neu eingeführt haben. Es ist mir auf jeden Fall am Anfang nicht aufgefallen. Ist ja auch egal. Jedenfalls gibt es hier den Button, nur neu erworbene Gegenstände anzeigen. Bups, da klickt ihr drauf und von allen Skins habt ihr jetzt nur den neuen. Fahrt einmal mit der Maus drüber und dann ist die 1 weg. Selbes gilt für Banner. Zack, was ist neu? Ja, okay, das hat jetzt nicht funktioniert. Ja, ich glaube aber, das ist in dem Moment ein bisschen buggy, wo man schon alles hat. Weil ihr seht ja, ich habe alles und das ist hier bei Emojis auch so. Da ist die 4, weil ich alles habe. Funktioniert aber trotzdem in der Regel. Ja, ich hoffe, ich habe alles erwähnt, alles gezeigt, was mir so spontan einfällt für das erste Video. Ich bin auf euer Feedback gespannt und ja, freue mich da über Lob ebenso wie, also Lob, Ergänzungen, sehr gerne auch die Leute, die selber Heroes of the Storm schon lange spielen. Die besser spielen als ich oder genauso gut spielen wie ich, ist ja auch egal, wer irgendwie gut, besser oder schlechter ist. Aber ich bin halt dankbar dafür, wenn ihr mich ergänzt, wenn ich manche Dinge vergessen habe zu sagen oder ihr sogar die Zeit und die Lust habt, einen Kommentar ein bisschen ausführlicher zu machen. Für die Anfänger, die das Video hier sehen, dass die auch in den Kommentaren was lesen können und daraus lernen können. Und ich freue mich aber auch über konstruktive Kritik. Wenn ich irgendetwas falsch erklärt habe oder nicht ausführlich genug oder so, vielleicht mache ich dann da nochmal ein separates Extra-Video zu. Gar kein Problem. Und dann hoffe ich, euch hat es gefallen. Ich hoffe, ich habe da den einen oder anderen helfen können, einen Überblick verschaffen können, was Heroes of the Storm ist. Und ja, so ein bisschen das Spielprinzip. Es ist halt, wie es ist. Ich denke, ich habe alles gesagt. Ich brauche mich da jetzt nicht nochmal zu wiederholen, sonst wird das Video noch länger. Und okay. Ich weiß noch nicht genau, worüber ich im nächsten Video labern werde. Mal sehen. Auf jeden Fall wird es da auch kürzere Videos geben. Sehr kurze Videos, wo ich dann nur eine bestimmte Sache erkläre. Und es wird längere Videos geben, wie dieses hier. So ein bisschen bunt gemischt, ja. Jo, ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend und eine schöne Woche, wie auch immer. Und hoffe, wir sehen uns bald wieder. Und tschüss.